Der ein oder andere hat sicherlich mitbekommen, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD nach Mecklenburg-Vorpommern gereist ist. Dort besuchte sie ein ausgebranntes Flüchtlingsheim, in dem Ukrainer untergebracht worden sind. Vorweg möchte ich natürlich eindeutig sagen, dass solche Gewalt eindeutig zu verurteilen ist. Ich denke, das ist für alle selbsterklärend. Dennoch möchte ich über diesen Besuch sprechen. Denn ich empfinde hier eine wirklich krasse, nicht zu tolerierende Doppelmoral. Der eine oder andere hat dann auch sicherlich mitbekommen, dass nur wenige Tage zuvor in Ludwigshafen ein Somalier, der 2015 nach Deutschland eingereist war, zwei Menschen brutalst ermordet hat und einen dritten schwer verletzt hat. Dabei ging der Somalier äußerst brutal und barbarisch vor, schlitzte einem der Opfer die Kehle auf und trennte vom anderen sogar noch den Arm ab und warf ihn über den Balkon seiner Ex-Freundin. So, wie war denn auf diesen kranken Vorfall die Reaktion der Bundesinnenministerin? Und hier liegt der Hund begraben. Es gab keinen. Weder ist sie nach Ludwigshafen gefahren, so sie hat noch nicht einmal auf dem Kurznachrichtendienst Twitter den Vorfall kommentiert und zumindest den Angehörigen ihr Beileid ausgesprochen. Was ist das? Bei allem Respekt, dass ich auf keinen Fall den Brand in Mecklenburg-Vorpommern verharmlosen möchte, Fakt ist, dass hier weder jemand verletzt wurde, noch jemand getötet wurde. Was natürlich glücklich ist, versteht mich nicht falsch. Doch wie kann es sein, dass die deutsche Innenministerin, wenn in Deutschland Deutsche ermordet werden, ist sie nicht interessiert und sie stattdessen nach Mecklenburg-Vorpommern reist? Ich bin wirklich schockiert darüber. Ich kann es nicht einfach anders sagen. Es liegt nur, Nancy Faeser ist nun mal komplett auf den Kampf gegen rechts fokussiert und alles, was nicht in ihre Narrative passt, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für unser Land ist, wird konsequent ignoriert und ausgeblendet, wie eben die Morde in Ludwigshafen. Stattdessen ist Faeser, die ja in Antifa-Milieus unterwegs ist, ganz auf einem antideutschen Kurs. Ich bin, wie gesagt, einfach nur schockiert und möchte an alle appellieren, so kann es nicht weitergehen. Das ist scheinbar niemanden interessiert, wenn solche Morde passieren.